Hallo und willkommen bei dem Bossguide für den 25er Raid Krulls Unterschlupf. Dieser beinhaltet zwei Encounter. Hochkönig Morgar, bei dem unter anderem das Token für die T4-Schultern droppen, sowie den Namensgeber Krull, bei dem ihr das Token für die T4-Hosen ergattern könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Bevor ihr Hochkönig Morgar und im Anschluss Krull angehen könnt, wartet relativ wenig Trash auf euch. Eine einzelne Putt und zwei weitere Adds, welche aus Schlägern des Unterschlupfs und Grondpriestern bestehen können. Die Schläger beherrschen unter anderem die Fähigkeit Spalten, welche 5 Spieler im Cleave trifft, und Tödlicher Stoß, welche die Heilung auf den Tank verringert. Zudem einen Charge, welchen den jeweiligen Spieler stunt. Die Priester können hingegen vieren, sich heilen und hotten. Unterbricht den Heal, entfernt den Hot und stellt Anti-4-Totems. Die Priester sollten hierbei immer das First Target sein. Den Trash aus dem Weg geräumt, steht ihr nun vor Molgar und dem Hohen Rat der Oger. Von links nach rechts sind das Giecherer, der Wahnsinnige, ein Schamane, Blindauge der Seher, ein Priester, Hochkönig Morgar selbst, ein Zweihandkrieger, Olm der Beschwörer, der Hexenmeister und Kroschfeuerhand, ein Magier. Eines der wichtigsten Sachen hier ist der Pull und die Verteilung der Adds. Euer Main-Tank schnappt sich Morgar und zieht ihn weit genug Richtung Eingang weg vom Rest. Eure beiden Off-Tanks werden durch Jäger mit Irreführung, Blindauge und Olm zugeschossen, welche ihr gegenüber deren Ausgangsposition an der Wand tankt. Jetzt zu den etwas anderen Tanks. Für Giecherer stellt ihr eine Eule ab, da dieser in regelmäßigen Abständen Verwandlungen bekannt vom Mage wirkt und Eulen bekanntermaßen nicht verwandelt werden können. Die Eule tankt ihn soweit es geht Richtung Eingang zu Krull. Alternativ könnt ihr auch einen Elementarschamane mit Ehrungstotem bzw. allgemein zwei Caster oder Hunter abstellen. Der zweite besondere Tank ist der Feuerresi-Mage. Dieser tankt Krosch am besten an dessen Ausgangsstelle und bleibt natürlich auf Abstand. Grund hierfür ist, dass der Mage mit Zauberraub den Zauberschutz von ihm nehmen kann, um somit den größten Eingehenschaden umgehen kann. Mehr dazu aber gleich. Nun kommt es auf die einzelnen Bosse drauf an. Als erstes fokust ihr Blindauge den Seher, da er der Heiler der Truppe ist. Dieser castet wie für einen Priester üblich ein Schild um sich, welches schnellstmöglich downgebracht werden muss, da ihr sonst, und nun kommen wir zum nächsten Punkt, weder seine normale Heilung als auch seine AOE-Heal Gebet der Heilung unterbrechen könnt. Also ihn kurz, Schild platt machen, unterbrechen und fokussen. Währenddessen wird Olm der Beschwörer auf derselben Stelle erstmal aufgetankt. Zu seinen Fähigkeiten gehört ein Dot, Todesmantel, eine Art Schattenblitz, welchen ihn selbst heilt und den Tank viert. Hier muss ein anderer Tank direkt abspotten. Zusätzlich beschwört der Teufelsjäger. Die Teufelsjäger ersteigen regelmäßig und können vom Hexer übernommen oder gebannt werden. Wenn ihr sie übernehmt, können diese den Dot dispeln und auf Krosch geschickt werden, da die Druckwelle auch hier erheblichen Schaden anrichtet. Sobald er down ist, geht es an die Teufelsjäger und nun teilt sich der Raid etwas auf. Die nächsten beiden Adds werden primär von Range DPS bekämpft. Demnach können ab jetzt alle Melees direkt auf Molgar verschieben. Für die Caster geht's weiter auf Krosch. Wie bereits erwähnt, stiehlt der Mage Tank das Feuerschild von Krosch immer dann, wenn er es auf sich gecastet hat. Krosch castet in regelmäßigen Abständen eine Druckwelle, weswegen auch hier keine Melees ran sollten. Mehr passiert dann auch hier nicht. Der Feuerball kann nicht unterbrochen werden und somit heißt es einfach tanken und umhauen. Die Caster gehen nun auf Giecherer, welcher von eurer Eule bereits abseits getankt wird. Die Melees bleiben weiterhin auf Molgar. Grund dafür ist der Knockback, eine Arkanexplosion von ihm, welche euch weit zurückwirft und 2-4k Schaden verursacht. Mehr kann auch Giecherer nicht. Zu guter Letzt verschiebt nun auch das Rangecamp zu Hochkönig Molgar. Stellt hierfür euren Main Tank mindestens 2, wenn nicht 3 Heiler ab, da die Fähigkeit Bodenzerkracher nämlich bis 11k einschlägt. Hinzu kommt noch ein Spalten, weshalb wie immer die Melees dahinter stehen sollten. Tankt ihn zudem gegen die Wand, um den Knockback-Effekt zu umgehen. Ein Wirbelwind, bei welchem sich alle weg von ihm begeben müssen, und ab 50% ein Enrage. Bei diesem fängt er an, Spieler im Umkreis von 8 Meter zu vieren und ab und an zufällig einen Random-Spieler anzuchargen. Hier muss ein Off-Tank den Boss direkt spotten und zurückbringen. Fokussiert all euren Heal im Enrage auf den Main-Tank und passt demnach als Melee-DPS auf, dass ihr im Gegenzug nicht zu viel Schaden erleidet. Sollte alles funktionieren, ist das Ganze relativ einfach zu meistern. Kurz zusammengefasst, pullt und positioniert die einzelnen Bosse wie bereits erwähnt, habt für jeden der Tanks einen Heiler und für den Main-Tank mindestens 2 bzw. 3. Beachtet die Killen-Reihenfolge und gebt ab 50% bei Molgar Vollgas. Hebt euch gerne eure CDs für diese Phase auf, vor allem die Caster- und Heilergruppen. Den Rat besiegt, steht ihr nun vor Krull selbst. Auch bei Krull ist die Theorie relativ einfach und schnell erklärt. Da der Raum rund ist, ist es relativ egal, auf welcher Seite ihr Krull tankt, Hauptsache er bleibt relativ mittig. Der Rest verteilt sich mit genügend Abstand im Raum.
Alle 30 Sekunden wächst er sowohl was die Größe selbst als auch seinen Schaden angeht um 15%. Somit ist der ganze Fight ein kleiner DPS-Check. Hinzu kommt alle 90 Sekunden Stille, bei dem jeder für 4 Sekunden keinen Zauber mehr wirken kann. Toppt hier auf jeden Fall euren Main-Tank vorher. Achtet wegen schmerzvoller Schlag darauf, dass einer eurer Off-Tanks mindestens 2. Melee im Agrometer ist, denn dieser bekommt immer wieder den schmerzvollen Schlag ab, welcher im Grundschaden 6000 Damage verursacht. Bevor wir zur Hauptfähigkeit kommen, gibt es noch den Höhleneinsturz. Hierbei stürzt die Höhle über euch 15 Sekunden lang ein und verursacht alle 3 Sekunden 2 bis 3000 Schaden im Umfeld des Einsturzes. Achtet hier also auf herunterfallende Steine am Boden. Jetzt wird es etwas interessanter. Mit seiner Fähigkeit Knockback wirft euch Gruul durch den Raum und lässt euch nach 4 Sekunden versteinern. Diese Sekunden müsst ihr unbedingt nutzen, um den Abstand zu jedem anderen Spieler soweit es geht zu maximieren. Je näher ihr an einem anderen Spieler steht, umso höher ist der Schaden, der das anschließende Shattern anrichtet. Steht ihr schlecht platziert, kann es zu einem Instant-Kill und wenn ihr alle verdammt schlecht steht, zu einem Wipe führen. Das wiederholt ihr nun, bis Gruul down ist. Fassen wir zusammen. Pullt und tankt ihn in der Mitte des Raumes, 2-3 Heiler auf dem Main-Tank, der Rest auf die Gruppe, welche sich im ganzen Raum schön verteilt. Passt auf herabfallende Stellen auf und toppt den Raid und den Tank, bevor Gruul stille wirkt. Off-Tank als 2. Melee im Agrometer, Ranges außerhalb der Nahkampfreichweite können ignoriert werden. Sobald der Knockback kommt, entfernt euch so weit es geht von allen Spielern um euch rum. Rinse and repeat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch super gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß im Raid und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.